So, na, eigentlich wollte ich das Sprüchel sagen, von wegen ich starte jetzt die Aufnahme und lieber Christian, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich und meine Interviewserie. Du bist sozusagen der Erste, den ich interviewen werde zum Thema innovative Lehr- und Lernmethoden. Und du hast ja was wirklich Innovatives in deinem Thema, und zwar das ist die angewandte Improvisation. Und vielleicht solltest du dich selbst einmal kurz vorstellen. Das wäre total nett. Du machst das nämlich bei dir in Interviewserien auch immer. Kannst du dich bitte kurz vorstellen? Das mache ich aber wahnwitzig gerne. Also ich bin der Christian Freisleben, ich bin seit 30 Jahren tätig als Berater, Referent und Journalist und arbeite seit 3 Jahren an der FH St. Pölten im Bereich Hochschuldidaktik. Ich beschäftige mich schon von Kindesbeinen an mit Improvisation und auf der professionellen Ebene seit schon fast 25 Jahren. Vielleicht gleich auch, was unter diesem Begriff zu verstehen ist, weil angewandte Improvisation heißt nichts anderes, als dass ich Improvisationsmethoden und Haltungen in verschiedenen Kontexten einsetze. Das kann sein so etwas wie Unternehmensberatung, das kann sein so etwas wie Coaching, wie das Anleiten von Seminaren, das kann sein im Bereich von Mediation oder Coaching und es kann natürlich auch sein in verschiedensten Lehrveranstaltungen. Und ich arbeite gerade an meiner Dissertation mit meinem Doktorvater, Dr. Christian Spannagel, zum Thema Einsatz von angewandter Improvisation offline und online im Bereich der tertiären Bildung. Wow. Ich gehe jetzt offen und ehrlich zu, lieber Christian. Ich habe mit dem Begriff angewandte Improvisation nicht wirklich viel anfangen können und habe mich natürlich schon vorbereitet. Und während der Vorbereitung bin ich drauf gekommen, dass das ja schon eine Form der Improvisation ist zwischen uns zwei, wenn ich das jetzt richtig verstehe, weil wir uns ja nicht abgesprochen haben. Ist das schon, kann ich das so ein bisschen, oder ist es ja Also jetzt eine grundsätzlich, Improvisation? also grundsätzlich ist Improvisation ein Alltagsding, ja, weil in jedem Gespräch wir improvisierende Elemente drinnen haben. Was Improvisation vorgeworfen wird, fälschlicherweise, ist, dass es nur etwas sei, so nach dem Motto, ich weiß nichts Besseres oder irgendwas geht schief und dann muss ich improvisieren. Also Improvisation hat eigentlich mehr mit zu tun mit, also erstens guter Vorbereitung, zweitens Training, drittens bewusster Auswahl von Methoden, Auseinandersetzungen mit Settings und so weiter. Also das heißt, ich baue mir eine Spielfläche, wo ich dann bewusst wahrnehme, was tun dort andere Menschen und wie sind die und mit denen ganz intensiv in einem Dialog bin und von all diesen Faktoren ausgehend improvisiere ich dann. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass mit diesen Methoden eine ganz besondere Atmosphäre entsteht, die gekennzeichnet ist von Kollaboration, von gegenseitiger Wertschätzung, von gegenseitiger Unterstützung. Und also das heißt, also wenn ich jetzt auf den Bereich Bildung schaue, dann überlege ich mir in einer Lehrveranstaltung, was sind meine Lernziele, wo wir überhaupt hin mit der Gruppe. Und dann wähle ich zu bestimmten Zeiten bestimmte Methoden aus, die ich dann einsetze, um bestimmte Effekte zu erreichen. Und diese Effekte ergeben sich aus verschiedenen Faktoren. Erstens eben bewusste Auswahl der Methode, achtsamer Einsatz. Ja, das heißt, ich nehme wahr, was im Raum passiert und schaue, dass ich darauf reagiere. Und drittens Debriefing. Und Debriefing meint die Reflexion von dem, was in einer Lernsituation passiert, das gemeinsame Sprechen darüber, weil es eben dann um die Übertragung auf den Alltag von dem, was wir jetzt gerade gelernt haben, miteinander. Es gibt ganz unterschiedlichste Methoden, Herangehensweisen. Das eine sind so Assoziationsspiele. Assoziationsspiele haben zu tun mit Wörtern, die wir uns gegenseitig zuwerfen und gegenseitig inspirieren. Und gleichzeitig kommt dann ganz schnell auch die körperliche Ebene dazu. Das heißt, wir arbeiten mit Körperbewegungen, die wir miteinander spiegeln, die wir miteinander ergänzen. Also eine Herangehensweise ist zum Beispiel das Ergehen von Räumen. Im wahrsten Sinne des Wortes und das Ausdrücken von verschiedenen Emotionen und natürlich dann das szenische Arbeiten.
Ganz wichtig ist, Auguste Boal, einer von dessen Methoden ich mich da ganz stark inspirieren auch lasse, sagt, jeder Mensch kann schauspielen, auch die Schauspieler und Schauspielerinnen. Und das ist eine Fähigkeit, die uns allen zu eigen ist. Und das ist weder etwas, was jetzt irgendwie sozusagen unwissenschaftlich ist oder jetzt ganz was Schräges, sondern ganz im Gegenteil, es gibt inzwischen sehr viele wissenschaftliche Studien und Analysen, wie eben Improvisationsmethoden in verschiedenen Kontexten zum Einsatz kommen können und was sie dort bewirken. Genau. Also ich kann mich erinnern, wir haben, also ich bin mit solchen Methoden durchaus schon auch konfrontiert worden als Studierende. Zum Schluss bei Wirtschafts- und Organisationspsychologie, gerade in Psychologie, kann man das dann auch da in den Kontext setzen, wo wir einfach gesagt haben, wir spielen Situationen nach und reflektieren, wie man sich dabei gefühlt hat, weil man ja auch nicht weiß, wie der andere darauf reagiert. Also man kriegt zwar eine Rolle, aber man führt die aus, der andere weiß aber nicht, wie man es ausführt. Und man muss da schon sehr improvisieren und sich auf das Thema einlassen. Was mich wiederum dazu bringt, dass ich weiß, dass es zum Beispiel bei uns damals in der Gruppe sehr polarisiert hat von den Studierenden. Ja. Also da war die Gruppe, denen hat es unheimlich Spaß gemacht. Und dann gab es welche, also da gab es massiven Widerstand gegen solche Methoden. Ja. Ja, ja, und das, Das auch. ja, also nochmal, wenn ich es einsetze, muss ich es gut vorankündigen, muss es gut erklären. Und das geht eben von einer didaktischen Designplanung aus. Also das große Problem mit Spielen insgesamt ist, und da gibt es ein sehr gutes Buch, nämlich das Buch Play vom Herrn Brown, der sich damit beschäftigt, dass Menschen große Probleme haben, irgendwas zu machen, was für sie einen spielerischen Charakter hat, weil das ganz schnell den Nimbus hat von, naja, das ist ja nichts und da passiert ja nichts Tiefes oder Tiefergehendes, und das Gegenteil ist der Fall. Also ganz wichtig ist eben, so wie ich jede andere Methode einsetze in der Lehre, dass ich auch diesen riesigen Methodenbaukasten hernehme, was aussuche, es auf die Situation und auf die Menschen hin adaptiere, es erkläre, warum ich es einsetze, Vorübungen mache, damit die Leute aufgewärmt sind, weil es hat eben auch was mit Übung zu tun, und also dass ich höre dir zu und reagiere auf das, was du tust, oder ich reagiere auf das, was du zeigst, und interagiere mit dir. Das muss ich auch üben und lernen, und dazu brauche ich einfach bestimmte Vorübungen, um in diesen Flow hineinzukommen. Ja? Und dann kommt das Debriefing als wesentliches Komponente, und wenn ich irgendwas von dem nicht tue, dann stoße ich auf Widerstand. Und da muss man auch bewusst sein, dass ich ja insgesamt in einem Kontext bin, wo Studierende, Lernende eher von Settings ausgehen. Hier ein Lehrender, dort die Studierenden, und ich stehe und erzähle, und die sitzen und hören zu. Oder auch nicht. Und das heißt, dass jede andere Methode als ungewohnt wahrgenommen wird. Und also eine der wichtigsten Sachen, die ich auch Lehrenden sage, die das selber verwenden, sagen, Fakt, dass das jetzt was Ungewöhnliches ist. Ja, und sagt und weist auch auf den wissenschaftlichen Hintergrund hin und die Studien, die es dazu gibt, die einfach ganz klar zeigen, dass das was kann. Und wichtig ist, es kann bei diesen Improvisationsmethoden entsteht Content. Ja, also entsteht Sinn. Ja, also ich mache das jetzt nicht als Auflockerung zwischendurch, kann ich schon machen, ja. Aber es ist jetzt mehr als ein Pausenspiel oder ein, ha, wir kommen jetzt wieder zusammen, Spiel oder sonst irgendwas. Das ist übrigens ein Grund, warum Teilnehmende bei Lehrveranstaltungen oder Workshops solche Spiele hassen, weil sie meistens keinen Zusammenhang zum Content haben. Ja, und weil sie als sinnlos erlebt werden. Und das ist kein Wunder. Also das heißt, ich muss es einbetten und sagen, wir machen das jetzt, weil das Ziel das und das ist, lasst euch drauf ein, ihr könnt nichts falsch machen, probiert es aus, geht es mit dieser Ja-Genau-Haltung hinein, das heißt, ich akzeptiere Beiträge von anderen, baue darauf auf, integriere es in dem, was ich tue, und dann entstehen, also auf einer sehr, sehr tiefgehenden Ebene, also im Sinn von einem Deeper Learning, ganz, ganz tolle Ergebnisse. Und Einsatzfelder sind ganz, 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 ganz vielfältig. Also auf der einen Seite geht es um Ideenentwicklung, es geht aber eben auch um Zugänge zu schweren, komplexen Inhalten. Zum Beispiel eben arbeite ich mit dem Christian Spanagel an einer Mathematikvorlesung, wo es eben darum geht, Konzepte wie Spiegelung, also das ist ja auch ein mathematischer Begriff, zu erfahren im wahrsten Sinne des Wortes.
und eben sich mit Zahlenreihen zu beschäftigen und mit Mustern, die drinnen vorkommen und auch mit dem Aspekt mit, wie mache ich Fehler und auch, dass ich selbstbewusst Ideen und Lösungen einbringe, auch wenn ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin und dass dann jemand anderes sagt, na, das ist ja falsch, sondern eher so sagt, aha, interessant, was könnte ich jetzt aus diesem Baustein, was könnte man da miteinander bauen? Und dadurch entsteht eine ganz eigene Atmosphäre, die sehr also die sehr konstruktiv ist und wo wirklich ein intensives Verständnis von Inhalten passiert und oder eben das Entwickeln von Ideen. Was mich jetzt darauf bringt, also eigentlich aufbauend auf das, was du jetzt gerade erzählt hast, was kann ich mir unter so einer Methode vorstellen? Also ich glaube, dass jetzt viele, die sich das jetzt anschauen, was wir da beplaudern und die sich damit noch nicht beschäftigt haben, die brauchen vielleicht ein Bild im Kopf, damit sie sich vorstellen können, was man sich darunter, was man da machen kann. Ja? Also gib uns Okay. einfach ein Beispiel, damit wir uns ein Bild machen können. Wir machen das jetzt einfach. Nämlich, weil du ja auch ein Bild hast von Improvisationsmethoden und deswegen werden wir jetzt ein Wort-für-Wort-Spiel spielen. Das funktioniert so, ich sage ein Wort und du sagst ein Wort und aus dem entsteht ein Satz. Ja? Und ich fange an mit Improvisationsmethoden. Sind Sehr. interessant Und für mich, dafür. mich Und andere ein sehr wichtiger Impuls für die Lehre. genau. Genau, das Wir haben eine Definition dafür kreiert, gemeinsam, was wir von also was wir von angewandter Improvisation verstehen. genau. Und das Spannende ist, was jetzt gerade passiert ist, ist ein Vorgang, der sich Emergenz nennt. Ja, also ich kann niemals sagen, was war dein Anteil und was war mein Anteil, sondern es entsteht was Gemeinsames im Tun. Ja, und also das bedeutet, ich kann so zum Beispiel auch um jetzt beim Beispiel Mathematik zu bleiben, einen mathematischen Begriff miteinander neu definieren. Und da gibt es jetzt nicht nur Wort für Wort, sondern auch Satz für Satz oder mit anderen Spielregeln. Und wirklich eine ganz, ganz große, bunte Vielfalt an Methoden und eben erarbeiten, einfühlen in Definitionen, finden von neuen Herangehensweisen. Also ich habe es zum Beispiel auch im Bereich von Diätologie eingesetzt, wo wir uns einfach damit auseinandergesetzt haben, wie kann ich mit Patienten, Patientinnen umgehen, was Also heißt das? das ist sicherlich auch interessant für unsere Gesundheitswissenschaftler, beziehungsweise im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege und Therapiewissenschaften. Wie kann ich das dort einsetzen? Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Pflegekraft im Bereich der Intensivpflege, dann habe ich es dort mit einem multidisziplinären Team zu tun, die da in einer hochsensiblen Situation miteinander tun sollen. Und da ist es ganz wichtig, so Fähigkeiten zu besitzen wie, ich kann auf die Ideen anderer zuhören, sie aufgreifen und weiterentwickeln. Und das kann ich miteinander üben. Ja, also. Und dann kann ich auch miteinander entdecken, wo sind mögliche Fehler. Also das heißt, ich kann zum Beispiel Situationen spielerisch, also zuerst in Worten, dann mit Gesten, dann in Szenen entwickeln. Was könnte alles jetzt bei so einer Anästhesie schiefgehen? Ja, und das auch überspitzen, indem ich das in ein Genre übersetze, wie in einem Western zum Beispiel. Ja, und dadurch, dass ich diese Transformation und diese Verfremdung mache, werden Dinge sichtbar, die sonst verborgen bleiben, die halt unterschwellig dahinlaufen. Und wir entwickeln als Team gemeinsam Handlungsoptionen dann, wie wir in solchen Situationen mitgehen können, wo jede Profession sich dann einbringt und wo es dann auch wirklich so, also aus sowas können dann Handlungsleitfäden zum Beispiel entstehen. Ja, und gleichzeitig, bitte, ja. Es erinnert mich ein wenig an diese Kopfstandmethode, ja. Ja. Bin Ja. ich so am richtigen Weg? Ja. Ja, aber es ist mehr als die Kopfstandmethode, weil es auch darum geht, das wahrzunehmen, was schon da ist.
Also es geht nicht nur darum, jetzt alles am Kopf zu stehen, sondern es geht um das Konzept der Achtsamkeit. Ja, und bei diesem Konzept der Achtsamkeit, da heißt es eben, dass nicht nur das, was wert ist, was ich da finde miteinander, ja, sondern dass ich zuerst einmal drauf schaue, was ist zum Beispiel in einem Raum da, was sind Stärken, die du hast, was sind Stärken, die ich habe, was könnten wir da miteinander tun. Ne? Und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Unterschied. Also, ich meine, natürlich gibt es zum Beispiel Ansätze, die jetzt eher für den Wirtschaftsbereich oder für Marketing interessant ist, zum Beispiel das Design Thinking, ja, wo es um kreative Methoden geht, um miteinander was zu entwickeln. Ja, und da ist zum Beispiel so eine übliche Methode, ich arbeite mit 100.000 Post-its und hänge die auf und auf mich drauf. Und ich hab das jetzt auch so kennengelernt, dass Design Thinking eben auch heißt, mit dem Körper zu brainstormen, ja, und mit Worten zu brainstormen und mit Szenen zu brainstormen oder eben zum Beispiel so Nutzungsszenarien von Produkt und Dienstleistungen zu simulieren, auszutesten und im Best Case, Worst Case, wie schaut das konkret aus und so irgendwas. Also man darf und kann jetzt nicht nur mit Worten arbeiten, ja, sondern auch mit Zeichnungen oder mit Objekten. Also zum Beispiel eine Form ist, ich baue mit Sesseln eine Situation und baue die Situation dann wieder um. Also das ist zum Beispiel was ich jetzt demnächst auch wieder einsetzen werde. Eine Kollegin von uns, die ist da ganz firm im Bereich dieser Lego-Technik, ja, also die macht da relativ viel. Das heißt, auch das würde da in diese angewandte Improvisation hineinfallen, oder? Jein, weil diese Lego-Technologie halt ist, dass ich auf ein bestimmtes, also es sind sicher Haltungen und Methoden und Herangehensweisen drinnen und gleichzeitig ist halt angewandte Improvisation etwas mit ganz einer großen, bunten Methodenvielfalt arbeitet. Also ich würde jetzt nicht nur mit den Legosteinen arbeiten, sondern ich würde diese Legosteine zum Beispiel integrieren in einen vorhandenen Raum und zu schauen, wie der mit diesem Raum interagiert. Also da gibt es auch einen Begriff, der heißt Bricolage, vom Levi Strauss, der sagt, also ich nehme verschiedene Dinge, die in einem Raum sind, und setze die miteinander in völlig neue Beziehungen. Ja, und verwende sie miteinander. Und auch das ist ein Aspekt von improvisierendem Tun. Und es geht durchaus auch um Alltagsinterventionen. Das heißt, dass ich mit Studierenden auch an Orten gehe und dort Dinge tue und schaue, wie Menschen darauf reagieren. Also der Augusto Boal hat das unsichtbare Theater zum Beispiel da eingesetzt. Aber da gibt es noch ganz viel feinfühligere Methoden im Sinn von, dass ich mich einfach wo hinsetze und was wahrnehme und von diesen Wahrnehmungen heraus eben Dinge anfangen zu notieren. Und, also ganz wichtig auch, es ist ein hervorragendes Instrument, um Bachelor- und Masterarbeiten zu entwickeln. Ja, und um Schreibblockaden zu überwinden und so weiter. Aha, ja, wie siehst du jetzt zum Beispiel angewandte Improvisation in Bezug zur Digitalisierung? Gibt's da, kann man da auch was machen? Ja, mein Dissertationsthema heißt ja bewusst off und online, ja, und ich kann ganz viele dieser Methoden, also erstens haben wir das gerade bewiesen, dass wir das auch online tun können, ja, und ich kann ein Assoziationsspiel auch mit einem Etherpad spielen, ja, und eigentlich, wenn ich mir anschaue, was im Internet passiert, ja, wo es um wirklich Kollaboration geht, passiert da ganz viel, was mit Improvisation nämlich zu tun hat, ne? Ich nehme den anderen wahr, nehme ihn ernst und miteinander arbeiten wir kollaborativ halt an Dingen. Ja? Und das ist, da gibt es, also ich habe auch, also ich werde das jetzt bei einer internationalen Konferenz einreichen, wo ich mit einer Kollegin, die in Südafrika sitzt, mit Leuten, die bei einer Konferenz in den USA stattfindet, machen werde, wo die Leute im Raum mit Anleitung von uns was machen. Wir zeichnen das auf, machen das wieder zur Verfügung und entwickeln das weiter. Also da gibt es ganz große Potenziale. Ein wesentlicher Begriff, der mir da noch wichtig vorkommt, ist das Embodiment. Das heißt, wir denken und forschen oft nur mit dem. Nur unser Körper besteht auch aus dem. Ja, und genau um das geht's, auch anzufangen, aufzustehen, den Raum zu nutzen, durch den Raum zu gehen, ihn wahrzunehmen, in Interaktion mit Personen zu treten. Und ja,
Manche Leute brauchen da ein bisschen, um hineinzukommen, aber in Wirklichkeit habe ich noch keine einzige Gruppe erlebt, die nicht davon extrem profitiert hat und die dann zugeben musste, so, naja, Rollenspiele mache ich normalerweise nicht, aber das war schon cool, ja. Und man merkt es auch, also wenn man jetzt Leute beobachtet, dann passiert eine ganz eine intensive Zuwendung, eine gegenseitige. Ja, also Heißt das das jetzt ist. Empathie zueinander oder kann ich das so sehen? Also das ist ein starker Faktor, um empathischer zu werden? Ja, auch. Also es geht, ja, es hat was ganz stark mit, also deswegen habe ich auch das Beispiel mit der Anästhesie gebracht, ja, weil ich oft habe, ne, Medizin hier, Pflege da, ja, und dann bekriegen sie sich gegenseitig, anstatt zum Zusammenarbeiten, was in der Anästhesie besonders kritisch ist, ja, ganz, ganz schwierig ist. Und dann gibt es ja den Patienten, der auch noch mitspielt, ja, und es geht darum, dass alle auf diesen Bühnen, diesen Alltagsbühnen miteinander agieren können. Und da gibt es ein paar Improvisationsspielregeln, nämlich lasst den anderen gut ausschauen oder die andere, das heißt unterstützt, was er vorhat, begegne Ideen mit dem, ja, interessant, genau, und wir könnten auch noch, und hab keine Angst, Fehler zu machen oder mach welche, noch besser, ja, weil daraus können wir miteinander lernen. Und oft ist es die allererste Idee, die stimmt. Wir verschwenden irrsinnig viel Zeit damit, da zu überlegen, ist das jetzt richtig oder könnte ich jetzt das wirklich tun oder ist das jetzt der richtige Schritt? Und eine Vorgabe ist, handle jetzt. Ja, und das. Das ist ja das, was das Leben widerspiegelt. Das spiegelt ja auch das Leben unserer Studierenden wider, wenn sie dann im Alltag sind. Das heißt, sie haben ja dann, sie kommen ja in ihrem Leben ständig in Situationen, wo sie jetzt handeln müssen. Und das geht meistens aus dieser Bauchentscheidung heraus, von der wir ja wissen, dass sie Ja. zumeist oder eigentlich diejenige ist, die Wahrheit sagt, weil nämlich alle Sinne da sozusagen hineinkommen. Ja, und angewandte Improvisation ist mehr als hör auf deine Intuition. Das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel ein Anästhesist, um jetzt an dieses Beispiel heranzunehmen, hat eine super Ausbildung, eine fundierte Ausbildung, weiß die Fähigkeiten und die Arbeitsabläufe von den anderen Agierenden und aus dem heraus baue ich etwas. Also es ist mehr als ich höre jetzt auf mein Bauchgefühl, sondern also auch ich, also, da gibt es ein schönes Beispiel, ne? Das ist so wie beim Navi. Ja, wenn ich beim Navi, wenn man mein Navi fährt, fahren Sie die nächsten 300 Kilometer geradeaus und vor mir ist ein riesiger Sumpf. Ja, und ich denke mir, vielleicht ist das doch nicht so schlau. Also es geht um so eine Kombination aus Vorgaben und Intuition und das ist halt so ein Spagat, ein Grenzgang, den ich immer wieder neu ausreize. Und also mit angewandter Improvisation werden auch die Schlüsselkompetenzen gefördert und angesprochen und die fachlichen Kompetenzen angesprochen gefördert. Wobei es gibt den Stein der Weisen nicht. Ja, und das ist jetzt nicht die Methode, sondern es ist eine Herangehensweise, um das eigene Methodenrepertoire zu erweitern. Vor allem auch, weil angewandte Improvisation zum Beispiel auch eine Forschungsmethode ist, mit der ich Daten generieren kann, weil ich einfach mit verschiedenen Gruppen interagiere und deren Wünsche, deren Befürchtungen, deren Ängste sichtbar mache, indem ich auf mögliche Zukünfte von Situationen schaue, indem ich schaue, wie sich mathematische Modelle verhalten, wenn ich plötzlich irgendwas rausnehme oder wenn ich mir vorstelle, in einer mathematischen Formel reden die verschiedenen Teile und reden darüber, warum bin ich immer so negativ? Meine Potenz lässt zu wünschen über und andere Dinge, ja, und dadurch Dinge erfahre, die einfach sozusagen, also so eben wirklich auf ein tiefer gehendes Wissen zugänglich machen. Verstehe. Ich meine, ich habe in Bezug auf die angewandte Improvisation, wenn man es jetzt so ein bisschen so googelt und sich ein bisschen versucht einzulesen, kommt man auch lustigerweise auf die Kybernetik vom Norbert Wiener. Da wird das stark in Zusammenhang gebracht. Ja, wie siehst du das? Hast du da Unbedingt, nein, ja, unbedingt, nein, es hat das Ganze, also es hat was Systemisches, genau. also ist ein extrem systemischer Ansatz und es gibt ja zum Beispiel zum Bereich der Musik extrem intensive Forschungen mit Jazz und warum Leute miteinander spielen können, überhaupt die noch nie zusammengespielt haben und die vielleicht gar kein Instrument können, ja, und
und auch was im Gehirn da passiert. Ja? Und das, in Wirklichkeit spiegeln sich halt Alltagserfahrungen wieder, dass wir einander sehen, ja? Dass da ganz, ganz, ganz was Intensives passiert, was eben über unsere fünf Sinne hinausgeht, beziehungsweise wir auf Dinge zurückgreifen können, die wir zwar irgendwann erfahren haben, aber die so tief abgespeichert sind, dass wir keinen Zugriff drauf mehr haben oder glauben zu haben. Und es ist ein extrem kompetenzorientiertes Vorgangswesen. Also es ist nicht nur so auf der Ebene so Vernetzungen und neurale Netzwerke und Spiegelneuronen und sowas, ja, sondern eben wirklich so ein sehr, sehr ressourcenorientierter Ansatz. Ich habe das auch im Zusammenhang gelesen, wenn es darum geht, interdisziplinär zu arbeiten, was natürlich im Moment und aufgrund unserer neuen digitalen Technologien und Methoden ja immer mehr passiert, dass ein Mediziner viel mit Mathematik zu tun haben wird, zum Beispiel, ja? Weil er vielleicht nicht mehr als Mediziner arbeitet, aber dafür Auswertungen fährt, ja? Wie immer sich das alles entwickeln wird. Also Medizin und Big Data schließen einander sozusagen ja nicht mehr aus. Und in diesem Bezug habe ich auch von der angewandten Improvisation gelesen. Also wie soll ein Mediziner und ein Informatiker miteinander sprechen, wenn sie nicht eine Gemeinsamkeit haben, ja? Und wie Ja, aber genau das ist ja das Coole. Das ist ja das Coole an diesen Methoden. Es ist extrem antihierarchisch, erstens. Zweitens, es können Menschen miteinander plötzlich finden eine Sprache, die normalerweise nicht miteinander sprechen können, weil sie mit zu unterschiedlichen Fachbegriffen arbeiten, weil sehr stark nonverbale Elemente Platz haben und weil eben Denkwege eingeschlagen werden, die zum Beispiel, also der Keith Johnston, einer, der das mitgeprägt hat, der nennt es die Ekstase. okay. Weil in unserem Wort-für-Wort-Spiel, zum Beispiel von vorher, habe ich auch gemerkt, dass du angefangen hast, sage ich jetzt das Richtige, und dann hast du losgelassen, und dass dieser Moment der Ekstase, wo wir uns dem hingeben, ja, aufgrund unserer Vorbereitung, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund von dem allem, was wir kennen, trauen wir uns, in einem Bereich vorzukommen, wo wir noch nicht waren. Also ich kann gefahrlos Dinge entdecken und ausprobieren, ja, und mit anderen Menschen interagieren, die aus einem vollkommen anderen Fachgebiet sind. Und eben, wir reden ja alle von Interdisziplinarität, und dort lebe ich Ja, es. das ist es ja. Es ist immer die Frage, wie lebe ich das? Ja? Wie bringe ich diese Pole sozusagen zueinander? Aber wenn ich vom Pole spreche, da habe ich nämlich ein total lustiges Zitat gehört von einem Kollegen von dir, den du auch mal interviewt hast. Leider habe ich mir den Namen nicht gemerkt. Aber der hat zum Beispiel gesagt, angewandte Improvisation, warte, ich muss mir das anschauen, sind die Pole der Unkontrolle und der Schlamperei. Ja? Das habe ich total witzig gefunden. Dazwischen hat er das Ich hineingestellt. Ja? Siehst du das auch so? Ja, ich meine, wie bei allen Herangehensweisen gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also das, was mir extrem wichtig scheint, natürlich hat es was mit sehr kontrolliert und vorbereitet hineingehen und gleichzeitig mit loslassen. Weil wenn ich sage, handle jetzt, dann stehe ich quasi an der Schwelle von etwas Neuem und muss da hineingehen. Voller Mut und Selbstbewusstsein mit allem, was ich bin, total aufmerksam und achtsam, was andere tun. Ja? Um diesen Moment geht's, dass ich da in die Gänge komme. Ja? Und anstatt nur da und da, ob das gescheit ist oder nicht. Das heißt, es geht um Selbstwirksamkeit, es ist extrem wichtige Schlüsselkompetenz und eben so. Improvisation ist nicht chaotisch. Sie kann chaotisch sein, ja, aber sie hilft mir, in diesem Chaos die roten Fäden zu erkennen. Ja, und sie hilft mir, Strukturen zu verstehen. Und darum ist es eher so, eben du hast vorhin das Kybernetische gebracht. Also ich schaue ein unglaublich komplexes System an und denke mir, Alter, wieso funktioniert denn das so, wie das funktioniert? Und nachdem wir miteinander eben mit verschiedenen Methoden uns das angeschaut haben, dann verstehe ich es. Du hast jetzt ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, das möchte ich jetzt zum Schluss nochmal vielleicht anschneiden. Du hast gesagt, Selbstwirksamkeit und Resilienz sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind für uns als Menschen. Also diese Resilienz, selbstwirksam zu sein und sozusagen sein Leben und sein Tun selbst
selbst steuern zu können. Ja? Und ist das vielleicht auch ein Pluspunkt für diese Art der Methode, dass wir unseren Studierenden, wenn die da hinausgehen, einfach diese Möglichkeit mitgeben oder ihnen eine Basis geben, wo sie das Gefühl haben, selbstwirksam zu sein für sich und ihr Tun? Unbedingt, weil es geht darum, mich selber als jemanden wahrzunehmen, der auf Rahmenbedingungen, auf Abläufe einen Einfluss hat. Und das heißt, ich kann mitgestalten. Also ich bin jetzt nicht nur eine Figur in einem Stück, wo das Skriptum fertig ist und ich kann nach dem agieren, sondern ich kann es selber schreiben und selbst gestalten. Und eben, ich achte auf das, was ich schon gelernt habe, stelle auch ganz bewusst Fragen, bringe mich aktiv in Lernprozesse ein, gestalte die mit, fordere das auch ein, ja, und setze dann dieses Wissen auf eine unglaublich vielfältige Art und Weise ein. Und das ist für mich überhaupt das Entscheidendste, so diese Selbstsicherheit und Selbstwirksamkeit als wesentlichsten Effekt von angewandter Improvisation, dass halt Leute hinausgehen, so mit ein kleinem Lächeln im Gesicht, mit stolz geschwellter Brust und mit ganz vielen Ideen und dann ihr Leben halt stärker in die Hand nehmen. Gleichzeitig ist es auch zu wissen, selbst zu wissen, es ist okay zu scheitern. Ja, ich, der große Impro-Trainer und der fantastische Kommunikationswissenschaftler, komme in Situationen, wo ich das alles vergesse. Und wo mir im Nachhinein auffällt, dass ich Nein gesagt habe oder überhaupt nicht achtsam war. Ja, und das ist genauso wichtig und darf genauso sein. Also das heißt jetzt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag das immer können muss. Was dazu kommt, ist die Reflexion, was habe ich gemacht, was ist trotzdem gut gegangen, was kann ich mit anderen gemeinsam jetzt draus machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Planet für möglichst viele Menschen ein einigermaßen angenehmer Platz zum Leben wird? Es geht letztlich auch um Beziehungen zu Außensystemen, zu Menschen in schwierigen Lebenssituationen und um Veränderung. Nicht umsonst ist eine wesentliche Quelle eben von den Methoden, ist zum Beispiel eben die Arbeit von Auguste Dupin, der sich ganz stark mit der Situation von Menschen, die unterdrückt sind, egal jetzt ob jetzt durch Klischees, durch Vorurteile, durch wirtschaftliche Systeme, durch Verfolgung und so weiter. Also es geht wirklich um eine hohe Alltagsrelevanz und es ist eine extrem disruptive Bist Vorgangsweise. du wieder kurz weg? Hilfe, siehst du mich noch? Ja, ich bin da. Alles gut. Ja, ich meine, du sagst das ja auch immer wieder, du gehst, also man geht bei dieser Methode der angewandten Improvisation gestärkt und ideenreich hinaus. Und das bringt mich zu einem Zitat von deinem Doktorvater, Genau. von Christian Spannagel, der mal in einem Interview gefragt wurde in Bezug auf Open Educational Resources. Ob er nicht Angst hat, dass er Ideen sozusagen preisgibt. Und er dann irgendwie gemeint hat, naja, wenn ich nur eine Idee habe, dann muss ich mich natürlich davor fürchten. Aber wenn ich sozusagen genug Ideen habe, dann kann ich die problemlos der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, weil mir gehen die Ideen ja ohnehin nicht aus. Na, noch dazu, wenn ich das tue, bekomme ich von anderen welche geschenkt und kann sie mit jemandem anderen kreieren. Also das ist ja auch, also es gibt diesen Fachbegriff der Interdependenz. Wir sind aufeinander verwiesen, ja, und das zu akzeptieren, dass es so ist und aus dem das Beste zu machen, ja, und eben in einem netzwerkenden Denken und Tun zu handeln, da zu helfen und so auch die Methoden der angewandten Improvisation. Und ich glaube, dass das für jede, also ich bin mir ganz sicher, und das zeigen auch die Studien und Analysen, die ich mir jetzt bisher angeschaut habe, dass das einfach eine Qualität ist, die aus diesen Methoden kommt und die halt dann in Kombination mit anderen Methoden und Vorgangsweisen das Lieber machen können. Christian, du hast uns zumindest jetzt einmal oder mir auch einen Einblick gegeben in die Methode der angewandten Improvisation. Ich hoffe für mich und auch für meine Kollegen, dass sich viele anschauen werden, dass sie sehr interessiert sind. So, und was mache ich jetzt, wenn ich jetzt 5 Kollegen habe, die total neugierig sind auf deine Methoden? Dürfen wir. Also es gibt erstens, ich habe das jetzt gerade in den Chat hineingeschrieben, es gibt eine Webseite von mir, wenn man jetzt nur improflare.at eingibt, dann kommt man sozusagen auf meine Person und auch Informationen zu meiner Dissertation. Wenn ich Wiki hinten dran hebe, dann komme ich auf eine große Sammlung von
von Methoden, die ich schon zusammengestellt habe, mit einem Fokus, wie kann ich die in Bildungskontexten einsetzen? Also, weil mir meine eigenen Skripten auf die Nerven gegangen sind und ich immer die falschen Seiten mitgenommen habe, habe ich beschlossen, na, das muss irgendwie anders gehen. Und ich habe es halt wirklich bewusst als Wiki gemacht, das auch sich über Ergänzungen und so freut. Also, das ist so eine Option und natürlich bin ich wahnsinnig gerne bereit, Workshops zum Thema angewandte Imposition zu machen. Wobei eine Haltung dabei immer ist, ich lerne dabei mindestens so viel wie die Teilnehmenden. Also ich bin, also das hat was ganz mit so einem demokratischen Verständnis von Bildung zu tun, einem partizipativen, ja, dass ich zwar als Facilitator, mein Englisch Wort, also nehme eine große Verantwortung trage, indem ich eben Methoden auch auswähle, aber dass ich möglichst schnell dafür sorge, dass möglichst viele Vorgaben und Ideen von den Teilnehmenden kommen. Und das Coole an den Methoden ist, dass man die ja miteinander immer wieder weiterentwickelt und man sich denkt, interessante Variation. Und das ist auch so ein wesentlicher Aspekt von der Arbeit, in Lieber der ich da Christian, drinnen bin. vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ganz, ganz lieb von dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ne? Und Immer. herzlichen Dank ja, für deinen Input. Ich habe auch wieder ganz viel dazugelernt. Ich habe immer gedacht, ich habe mich eh schon ein bisschen eingelesen, aber es ist trotzdem aus Sicht jemanden, der das anwendet, wieder was ganz was anderes. Ja.